Oh, ihr konntet mich gar nicht hören, oder? Ich erzähle die ganze Zeit und sehe gerade, ja, mein Mikro ist aus. Ihr könnt mich hören? Okay. Ja, das ist hier noch ein Early Access Spiel. Das habe ich mir gerade mal gegönnt und ich dachte, ich nehme mal irgendwas, ja, was ihr vielleicht noch nicht kennt und ich auch noch nicht. Ich habe es noch nie gespielt. Das ist jetzt erstmal, dass ich das Ding hier anmache und hoffe, dass wir damit Spaß haben. Vielleicht switchen wir dann nochmal zum anderen Spiel. Hab noch so ein bisschen was im Hintergrund. Also, das ist hier die Version V002. Also ist noch Early Access, ne? Aktuell auf Steam zu bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht. Müssen wahrscheinlich hier irgendwie so eine Startwelt aussuchen. Nehmen wir mal die. Und wenn ich euch zu leise bin oder so, dann sagt er Bescheid, ne? So, wo geht's denn hier los? Ich weiß noch nicht mal, ob es irgendwie ein. Okay, bis dann müssen wir. Ich hoffe, das Spiel wird ein bisschen erklärt. Okay, und zwar müssen wir hier so mittelalterliche Maschinen bauen und haben immer so Aufgaben, ne? Hier fängt es jetzt gerade ganz klein an. Wir sollen jetzt halt hier das hübsche Bauernhaus zerstören. Was ja nicht gar nicht zu meinem Kanal passt, ne? Also Bauernhäuser zerstören. Ja, okay, ich fahre auch mal falsch oder gegen die Wand oder so, aber. Ach, die armen Schafe. Okay. Den ersten Block haben wir hier gestellt bekommen. Achso, ich habe hier schon die. Okay. Ich versuche das mal zu bauen. Ob das gut geht. Von hier quatschen und dann auch noch konzentrieren hier. Gut, so ein Ding hier sollte ich noch hinkriegen. Nachher müssen wir es dann alles selbst machen, ne? Mit dem Bauen und dass wir uns halt Maschinen ausdenken. Und ja, erst nochmal herzlich willkommen alle und es wäre mal nett, wenn mir einer von euch mal eine Rückmeldung gibt, ob ihr mich denn auch überhaupt hören könnt. So, was ist denn das hier? Okay, ein paar Räder sollen wir jetzt nehmen. Da muss man gucken, dass die richtig rumdrehen, okay? Das macht Sinn, weil wenn die entgegengesetzt drehen, das wäre ja schon schlecht. Haben wir auch. Jetzt frage ich nochmal, mir langsam Sorgen. Im Chat. Ja, super. Geht doch. Gut. Place your machine. Okay. Wie mache ich das? Wahrscheinlich muss ich erstmal ans Weitergehen hier noch. Ach so, hier, das hier, ne? So. Press. Gut, dann testen wir mal. Und was soll die jetzt machen? Ich habe da hier nichts drauf. Ja, die Schafe. Mehr. Okay. Haben wir irgendwas vergessen, oder? Räder. Ich die nochmal hochheben. Du hörst mich nicht, also eigentlich müsste ich laut genug rüberkommen. So, ich habe es nochmal ein bisschen höher gestellt. Okay. Achso, so kann man die nochmal umswitchen. Das
wollte ich jetzt aber nicht. Brauchen wir noch irgendwas? Vielleicht auch nicht. Ich glaube, eine Kanone wäre cool. Nochmal auf die Seite. Ich glaube, die trifft besser. Was ist das für ein Teil? Keine Ahnung. Hören wir mal mit. Das wird mit Y, das andere mit F jetzt ausgelöst. Fährt zweimal noch nicht, aber... Schöner Flammenwerfer, der nach oben strahlt. Also wenn ich jetzt hier gar nicht klarkomme, dann brechen wir natürlich ab. Tipps sind willkommen. Verdammt. Was haben wir gemacht? So, Räder sind dran. Okay. To the ground, press. Ja. Die Frage ist halt, ich gehe ja nochmal auf die... Verteidigung brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, die Räder haben wir ja, ne? Achso, muss man A drücken, dass der losfährt? Der fährt nicht. Der schießt nicht. Blödes Ding. Ja, also nochmal willkommen. Ich suche immer noch eine Möglichkeit, mit dem Ding ja loszufahren, denn er will nicht. Ja, vielen Dank für deinen Follow. Das blöderweise ist die Technik irgendwie heute nicht so ausgereift. Und ja, ich kann nicht sehen, wer da jetzt gerade eingeblendet worden ist, leider. So. Genauso wie hier mein blödes, selbstgebautes Hightech-Gerät nicht losfährt. Verdammt. Also nochmal langsam. Gehen wir nochmal auf... Ein zurück. So. Habe ich gemacht. Ach so, und das hier die... Ich habe keine Ahnung, welche Controls das sein soll. Weil F ist ja nur zum Drehen, ne? Dass die halt dann andersrum drehen. Aber welche Knöpfe... Oder soll das die... Soll das die Maus sein? Warte mal. Kann ja auch nicht sein. Muss das Ding ja auch irgendwie auswählen können, oder? Wahrscheinlich will er einfach nicht auf die armen Schafe schießen. Controls, da steht's. Vielleicht soll ich mal in die Einstellung reingucken. Basics. Oder muss ich die abwechselnd drücken? Soll das gemeint sein? Nee. Verdammt. Die ist kaputt. Die Maschine ist kaputt. Wie kann ich den wieder hochheben? Die versetzen will ich sie ja jetzt nicht. Ich könnte es in den Müll hauen. Kontrolllist, nehmen wir doch das mal. Das Spiel nennt sich Besiege.
Und es geht halt darum, man kriegt ja so verschiedene Gebäude da gezeigt. Wir müssen dann eigene Maschinen bauen, quasi, um da weiterzukommen. Noch in der Early Access. So, Move Kamera wollen wir nicht. Wir wollen einfach mal losfahren. Toll, ich weiß, wie man einen Screenshot macht, aber. Spacebar. Ja, also ich verstehe nicht, warum hier keine. Also ich sehe Flip Wheel Direktion, Rotate Block. Nee, das brauchen wir ja alles nicht. Ich will doch einfach nur nach vorne fahren. Deswegen ist ja jetzt die Frage, wie lange spiele ich das überhaupt dann? Also, so kann ich noch mal hier runter, okay. Naja, doppelte Räder bringen uns, glaube ich, auch nicht weiter. Vielleicht ja doch, ich weiß es nicht. Na, Sie habt ja gerade das Menü mitgelesen, also gebt mir Tipps. Ich will fahren. So, nochmal auf Play. Nein. Das ist wieder nur die Kamera. Kanone ist auch kaputt. Die muss doch fahren. Ich hab's. Okay, die schießt immer noch nicht, aber linken erst recht nicht, so richtig. Schiebst in die falsche. Ach, die armen Schafe. Jetzt hauen sie ab, okay. Warte mal. Ja, Victory! Das hat doch gar nicht lang gedauert, oder? Obwohl es mir echt leid tut, aber die Schafe haben überlebt. Oh, hab ich den. Wir hatten den Schäfer überfahren. Ach, verdammt. Verdammt, der Arme. Den hat's, glaube ich, erwischt, aber ich denke mal, der ist nur ohnmächtig. Also, nichts passiert. Nächste Zone. So, jetzt wird es langsam, werden die Gebäude größer. Okay. Jetzt bauen wir was ganz Tolles. Ich weiß es überhaupt nicht, was das hier überhaupt sein soll. Hier auch nicht, ne? Auf jeden Fall. So, ich brauche hier mal was drüber. Das Ganze ein bisschen imposanter wird. So. Jetzt brauchen wir hier auch noch ein Rad. Und ich weiß nicht, was das hier für ein Ding ist. Ich kann das nochmal rumdrehen. Keine Ahnung. Spinkbohr. Der Flammenwerfer wird sich ja hier gut machen, ne? Ich würde den ganz gern wieder wegnehmen. So eine Pike dran.
das bringt nichts. Gut, reicht. Also kommen nachher noch so ein paar Soldaten und so, die versuchen das Ganze dann zu verhindern. Nein! 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 Okay, die Konstruktion ist noch nie so ganz ausgereift gewesen, glaube ich, aber die Mühle steht nur, ne? So, warte mal. Jetzt habe ich es raus. Der war irgendwie gerade, okay. So, schick die Hühner weg. Ich würde hier... Oh, nee, nicht das Huhn. Der lenkt sich so doof. Na komm, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Vielleicht sollte ich nach hinten den noch so ein bisschen weiter rausbauen, dass der einfach noch so ein bisschen stabiler wird. Dass er nicht so schnell umkippt. Ne? Ich probiere es nochmal so. Vor allem nicht die Hühner umfahren. So, jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Ich komme gar nicht dran an die Mühle, oder was? Boah, das ist schon... Nein. Ach, ich brauche eine Kanone. Verdammt, ich brauche eine Kanone. Jetzt muss ich mal gucken, wie die funktioniert jetzt. Pass auf, ich mache die jetzt mal weg. Und... Ja, ich denke auch mal, also, aber so geht es ja schon einigermaßen. Ich meine, wir könnten jetzt noch ein Rad dran bauen, aber ich glaube, das reicht jetzt aus und wir müssen ja später noch mehr von diesen Dingern bauen. Ne? Könnt ihr natürlich auch noch hier noch was dran setzen, dass wir sagen, okay, der Turm mit. Hier, könntest du mal probieren, warte mal. Hier noch was drauf. Zack. Jetzt habe ich jetzt die Idee. Zack. Das wird was, na klar. Zack. So, pass auf, jetzt mache ich nämlich hier. So. Okay. Und jetzt kommt nämlich die Waffe. Die kommt jetzt hier. Ja, natürlich nicht so. So. Das läuft super, pass auf. Und so, haben wir die Taste natürlich nicht, aber ich glaube, es war C, oder? Feuer! Tja, guck mal, ich habe noch nicht mal einen Huhn umgebracht. Ist das nicht toll? Alle Hühner überlebt. Und wir gucken mal weiter. Na, jetzt wird es schon haariger. Ich weiß nicht, ob das hier Minen sein sollen oder was. Ich glaube, wir fahren einfach mal durch und gucken mal. Ja, die Schafe, ich weiß nicht, ob die überleben werden. Das ist doch eine Mine, oder? Ich guck mal. Warte mal, der Flammen... Nimm das Schaf da weg! Verdammt. Warte mal, Y. Ah, Scheiße. Das Schaf. Wie geil. Oh nein, das ist jetzt auch noch explodiert. Aber okay, wir haben hier noch ein bisschen was über, oder? Also es sind Mini hier anscheinend, aber ich weiß nicht, warum wir jetzt abgefackelt sind, ehrlich gesagt. Die Konstruktion ist eigentlich perfekt. Achso, wahrscheinlich. Na, ich weiß schon. Ich weiß schon. So, wir nehmen das wieder weg. Zack.
Und ich kann ja noch mal eine andere Waffe nehmen. Was haben wir denn hier noch so irgendwie? Was ist das? Da ist aber so eine Metallramme und das hier. Eine Kreissäge. Ach, wie gemein. Das wäre doch auch cool, wenn wir jetzt. Pass mal auf. Jetzt habe ich's. Wir bauen hier dran. Zack. Zack. Und dazu dann die. Die Bombe wäre jetzt schlecht, dann schmeißen wir uns das selbst in die Luft. Hier so eine Kreissäge. Was uns jetzt natürlich noch nichts bringt gegen die Dinger hier, ne? Oder? Könnt ihr noch eine Kanone drauf bauen? Flammenball. Und dann kann ich den irgendwie abschießen oder so? Stimmt. Na! Na. Die Schafe. Oh Gott. Ja, aber die Säge ist cool, oder? Ja, okay, da ist die Konstruktion schwer genug. Moment. Ja, aber dann brauche ich die Dinger ja gar nicht, ne? Also das macht jetzt ja keinen Sinn, wenn mir das Teil hier wieder abfackelt. Plau hört sich doch gut an. Warte mal, Plau. Ich guck mal, die können wir an die Seite machen. Das wäre doch was, oder? Aber es ist eigentlich keine Verteidigung. Deswegen wundere ich mich gerade, was das wohl sein soll. Wir werden es gleich erfahren. Ja. Okay. So. Säge läuft. Los geht's. Ne. Warte mal. Y. Feuer. Das war doch Y, die Kanone. Wieso schießt sie nicht? Oder was J? Nee. Ich kann natürlich auch mal gucken, ob wir. Das Ding lenkt überhaupt nicht. Es fährt noch, es fährt noch, es fährt noch. Ja, also irgendwie sind noch leicht. Wir sind schon. Oh Gott. Also wir sind schon ein bisschen weiter, aber es sind noch leichte Konstruktionsmängel. Und ich werde jetzt die Kanone nochmal wegnehmen, weil ich weiß immer noch nicht. Die muss doch mal irgendwie schießen. C war das. So. Wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, ne? Sagt euch mal Bescheid. Wollen wir mal ein bisschen auf Verteidigung was machen? Die schöne Metallplatte hier. Warte mal, ich muss mal die Kamera mal zurücksetzen. Okay. Die Räder mal so ein bisschen schützen. Nee, macht keinen Sinn. Okay, fertig. C habe ich gesagt, ne? Jawohl. Wie meinst du, dass die anders rumdrehen? Ups. Feuer. Die Kanone schießt nicht mehr. Ich glaube, die schießt nur einmal. Das ist doof. Also bräuchte man mehr Kanonen. Ich kann noch mal gucken, was der Flammenwerfer macht. Hä? Die haben wir gar nicht mehr. Die Schafe greifen an. Okay, folgendes. Wir brauchen mehr Kanonen. Leute, ich sag's euch, das wird jetzt kriminell.
Mehr Kanonen. Also hier oben würde ich jetzt auch nochmal eine drauf machen. Ja, eine geht noch. Hier könnten wir noch eine. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt nach vorne ne, sich dreht. Die Sägebitte, ach, das, ich denke mal, kann es auch andersrum machen. So. Nee. So. Ja, ich glaube auch, dass sie zu breit ist, weil die lenkt sich irgendwie doof. Aber Hauptsache, die Kanonen schießen jetzt mal. Ich weiß mal, ich versuche nochmal. Wenn nicht, machen wir das Ding gleich mal schmaler. Hey, nicht die. Ich dachte gerade schon, die kommt jetzt zu dich zu uns. Warte mal, vielleicht fährt er jetzt ja besser. Ich gebe ja nicht auf, ne? Was du? Moment, warte mal. Das Doofe ist, wir haben jetzt nur einen Schuss anscheinend, ne? Ich glaube, die schießen immer alle auf einmal. Und ich kann das Ding einfach nicht lenken. Also nochmal. Okay, wir haben ein bisschen was verloren. Das Schaf greift an. Aber ich finde es cool, dass die Säge da tapfer durchhält. Jetzt weiß ich allerdings immer noch nicht, wie komme ich jetzt hier. Ich versuche mal vorbeizukommen. Das Schaf. Ah, nein. Ach, scheiße. Was ist das? Ein Kopf? Nee, eine Kugel. Okay. Falsche Richtung. Aber er fährt doch schon ganz gut. So. Okay, vielleicht sind die Räder ein bisschen überdimensioniert, aber. Jetzt, pass auf. Wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das. Wir müssen dann nur irgendwie durch. Da vorne ist ja schon das Ziel. Hoffentlich trifft uns unsere Säge nicht. Aber das Problem ist jetzt hier noch. Die Schafe. Wenn ich jetzt hier das Ding umfahre, die Säule einfach. Und das. Hau doch jetzt mal ab hier. So. Oh, eklig. So, pass auf, da vorne blinkt's gleich, hab ich's. Das ist eine klasse Konstruktion, aber da unten hat man so einen leichten Leistenbruch. Warte mal, eine Kamera noch mal ein bisschen drehen hier. Hm, das klappt, das klappt. So. Ich schaff das. Vorsicht! Nein, nicht die. Vorsicht. Jetzt dreh dich doch. Jawohl. Ja, na klar lese ich mit. Hallo, ich hab's doch geschafft. Und die Säge habe ich ja gedreht, ne? So, da. Wollen wir noch einen weitermachen? Ich denk schon, ne? Aber ich hätte gerne mal die Maschine. Also sollen wir jetzt schmaler machen? Oh, jetzt haben wir hier natürlich ein Problem. Erstmal, die Bogenschützen werden auf uns schießen hier. Wir müssen also hier durch und dann da zerstören. Ich meine, ich würde ja auch gerne die Säge mal ausprobieren, ne? Aber wenn wir die mal abschießen, ist natürlich doof. Ja, danke schön. Für die Gratulation. Pass auf, dann mache ich mal. Der macht keinen Sinn. Der macht auch keinen Sinn. Die anderen Kanonen würde ich schon jetzt so lassen wollen. Und wir bräuchten ein bisschen Schutz wegen den Bogenschützen. Also vielleicht da oben noch so ein bisschen Metall dran bauen. Warte mal. Bringt nichts, oder? Ne, da geht's nicht. Ja gut, die Seiten, da wird ja nichts passieren. Ach, die hauen wir schon um. Hauptsache die Säge hält. So, oder?
Angriff! Feuer! Nee, falsche Taste. Feuer! Jawoll! Ich frage mich nur. Säge ist noch dran, okay. Oh! Der Arme. Der Arme. Keiner hat überlebt, oder? Wir sägen uns da mal durch. Ich weil drum rumfahren ist schlecht. Ich hätte doch mal was an den Rädern tun sollen. Aber der Baum ist gefallen, guck mal. Kann ich den hier auch so ein bisschen? Ja, ich glaube, das könnte länger dauern. Tja, Vorschläge. Wir könnten auch drüber fliegen irgendwie. Ich könnte natürlich auch noch was Neues bauen. So, weil der Paladin meinte ja jetzt, wir sind zu breit, ne? Okay, aber so ein bisschen. Naja, gut. Könnte man das noch mitnehmen. Das wäre jetzt, glaube ich, zu schmal. Breiter? Ach so. Okay. Wo ich dann da durchkomme, ist doch nicht die Frage, ne? Weil die Dinger machen ganz schön viel Geröll, das ist das Problem. Und ich kann ja dann fast überhaupt nicht lenken. So. Ich meine, vielleicht könnten wir den Rahmen hier ein bisschen kleiner machen. So. Jetzt noch ein paar Räder. Ich weiß, wie man diesen Flieger baut. Dreht der jetzt richtig rum? Ja, oder? Das wird doch schon wieder nichts hier. So, Merida nehme ich nicht. Mehr Statik. Okay. Statik. Hauptsache Kanonen, oder? Pass auf. Die Statik kommt dann noch. Hoffentlich ist der Rückstoß nicht so hoch. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen nach oben bauen, ne? Was soll ich mal testen? Ne? Eigentlich macht es ja keinen Sinn. Nee. Wie kann ich denn diese Bomben hier werfen? Ja, mit dem Flammenball, der macht ja auch nichts, ne? Komm, ich probier mal einen. Der biegt ganz schön durch. Ey! Feuer! Feuer! Ja, okay, die Statik, da müssten wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber sonst, oder? Wieder schief? Ja, okay, ein bisschen. Deswegen die Statik nicht gehalten hat. Aber wenn ich hier einfach noch eine... Also müssen wir noch eins weitergehen. Okay. Ja. Fantastisch. Aber es ist nicht stabil genug. Das heißt, ich würde hier noch so einen Rahmen ziehen. Den können wir natürlich auch noch mit Kanonen bestücken. Oder mit irgendwas anderem vielleicht. Ja, also so wurde im Mittelalter halt auch viel rumprobiert mit diesen Maschinen, ne? Das hat man nicht anders gemacht.
Moment, da fehlt doch irgendwie noch ein Rad. Zack. Ich weiß nicht, wozu. Was machen die? Dann springt ja, oder was? Jetzt muss ich ihn dafür drücken. Oder gehen die hier ständig? Ich guck mal, was das ist. Bestimmt spannend. So, die brauchst du auch nicht kontrollieren. Was schreibt ihr denn? Den Erdsporn. Ja, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir hier vielleicht ein Stückchen weiterbauen, falls hinten wieder alles wegfetzt, dass wir noch fahren können. Ne? Das wäre vielleicht noch eine gute Idee. Ich glaube, immer so ein bisschen. Netter machen. So, pass auf. Oh, darf ja nicht größer sein. So, und da kommen jetzt noch die Bretter drauf hier. So. Tipps, Leute, ich brauche Tipps. So. Ich weiß noch nicht, was das hier ist, ne? Aber egal. Wollen wir mal testen? Oh, wir können noch ein paar mehr Kanonen. So, pass mal auf. Ja gut, er biegt etwas durch. Feuer! Der dreht sich aber lang. Und was war jetzt hier mit den Dingern? Haben die jetzt irgendwas gemacht? Nee, ne? Also einen kleinen Konstruktionsfehler haben wir noch. Vielleicht, wenn ich jetzt hier nochmal so einen Querbalken ziehe, dann könnte es doch vielleicht besser klappen. So. Machen das aber mal ein bisschen stabiler. Ja. Ja, das Gewicht ist schon heftig, ne? Hier nochmal. So, einfach den Rahmen hier noch ein bisschen verstärken. Vom Gewicht wird es nicht besser, ne? Aber vielleicht könnte man hier noch ein Rad dran machen. So, jetzt. Das biegt noch leicht. Die haben angefangen zu schießen, hab ich gesehen. Da, haha! Ich habe das Haus da hinten sogar getroffen. Die Frage ist jetzt nur, wie fährt das Ding? Okay. Da kommen wir noch nie durch. Da kommen wir noch nie durch. Verdammt. Wenn ich jetzt wüsste, was die Dinger hier... Ach, die haben so Federn, ne? Dann können die so ein bisschen... Vielleicht klappt das ja doch. Guck mal. Siehst du, wie die Federn? Wenn ich jetzt ganz langsam, so Stück für Stück... Das Doofe ist, ich kann nicht mehr schießen, ne? Schieb die Scheiße weg. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Mach's gut. Duft. Tja, schade, festgefahren. Aber wir brauchen, glaube ich, noch mehr Räder. Wenn wir das Ganze jetzt noch hier hinten noch die Räder dran machen, dann könnten wir es schaffen. Und vielleicht hier vorne. Ach, guck mal hier, wer tot ist. Die Armen.
für mehr Traktion. So. Man müsste irgendwie hier vorne noch mal was machen. Ja, die Flammenwerfer machen aber auch, ja, die Steine wahrscheinlich auch nicht weg, ne? Wenn ich da jetzt hier noch mehr auf die Achse dran knallen, das kommt, glaube ich, auch nicht gut. Jedenfalls sollte man vielleicht noch mal so ein paar Spieße hier dran machen. So. Ich da noch einen. So. Dass die Achse mitmacht, ich weiß es nicht. Feuer! Oh, da ist vorne was weggebrochen. Verdammt. Ich guck mal, wie er noch fährt. Aber mit ein bisschen Glück könnte man ja auch mal drum herum kommen, ne? Das ist nämlich auch die Frage, man könnte es auch ein bisschen kleiner bauen. Weil so wird das nichts, oder? Oder? Hey. Ja, Flammentower bringt uns nichts. Der macht hier... Okay. So, machen wir das mal. So, Stimme weg. Tja.
Okay, da bin ich wieder. Nico muss erst warm werden. Ja, ich weiß auch nicht, also das würde ich natürlich gerne auch schaffen hier, diese eine Runde. Und da können wir mal gucken, ob wir mal was anderes nochmal in Angriff nehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Prism Architect spielen. Also das heißt, wenn wir die Dinger hier vorschieben, ne, dann müsste ich ja nicht schnell zurückfahren, weil die sprengen dann halt alles weg, wenn die mit Steinen in Berührung kommen. Und deswegen könnten wir eigentlich nochmal, würde ich gerne noch einen mehr mitnehmen, aber... Ja, ich glaube, müssen wir so mal versuchen, einfach mal. So, das war schon mal ein guter Schuss. Jetzt würde ich die mal vorschieben. Ja, langsam. Wir haben hier einen Bruch oben. So. Das ist natürlich jetzt doof. Wir sind die genau da. Das heißt, wenn die jetzt den Stein berühren, dann fliegen die in die Luft, ne? Dann müsste ich die echt nochmal anschubsen. Das ist ja saugefährlich jetzt, ne? Wieso fährt der jetzt gerade so doof? Weil ich einen Ritter unterm Rad habe, verdammt. So. Ja, du weißt, dass man immer nur einen Schuss hat. Aber so hält er ja noch ganz gut dafür, dass er den Bruch da hat. Boah, jetzt habe ich da extra die... Kriegt die nicht gesteuert, der. Und was ja ganz geil ist, hier auch mit dem Pfeil am Rad und so, ne? Komm, ich muss den jetzt ein bisschen drehen mit Gewalt. Ja, komm schon. Aber da hinten noch einmal das Haus haben wir getroffen. So. Und jetzt zurück, 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 zurück. Der ist doch gerade rot geworden. Ja, blöden Dinger. Komm schon. Explodier. Brauch ein bisschen mehr Schwung, ne? Bäh, und die armen Ritter, die werden zermatscht. Ja, vielleicht kann ich auch so weit drin, dass wir da noch irgendwie dran vorbeikommen an dem blöden Gebäude. So, ich versuche immer so ein bisschen die zu drehen. Das geht auch so einigermaßen, wenn ich jetzt hier so ein bisschen antippe. Rad verloren, aber das... Ach, das macht nichts. Der läuft noch. Ja, ach, der geht noch. Komm, einer mal noch. Ich finde ja wenigstens mal, dass die explodieren, die blöden Dinger. Ja. Das war nix. Vorschläge. Flammenwerfer bringt nichts, wenn ich jetzt den Flammenball... Mal den hier nach vorne setzen. So, nehme ich doch die mal weg und wir suchen mal den Flammenball. Zack. Das gut geht. Roll die vor. Nicht. Oh, nein! Nein! Der Plan war gut. Aber dass das blöde Ding jetzt ausgerechnet dann auf uns fliegt, ja. Oh, scheiße. Da hätten wir jetzt nämlich, hätten wir fast die Mauer gehabt und den Rest hätte ich noch weggeschossen. Komm, wir probieren es nochmal. Das muss eigentlich funktionieren. Ja, ich kann ja auch gleich mal gucken, ob es eine vernünftige Lenkung gibt, ob wir da irgendwas hinbekommen.
Ich versuche es aber nochmal hier dran zu schieben. Das Doofe ist, dass das Ding immer zurückkommt. So. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen noch mit diesen Kugeln hier spielen, dass die nochmal... Ne, aber die machen da nichts mehr, ne? So. Okay, pass auf. Wir nehmen mal weniger Kanonen und machen das mal. Was Mattes für einen Tipp hat. Weg, weg. Die Frage ist, gibt es überhaupt eine Lenkung? Ach so, dann wäre das... Ach so. Also machen wir dann vielleicht die Lenkung nach hinten. Ich probiere es einfach mal. Weil er kommt ja damit auch ein bisschen weiter raus, ne? So. Probieren wir erstmal mit zwei aus. Aber ich glaube fast, dass der... Oh, mal gucken. Einfach mal testen. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber er hat gelenkt. Er hat gelenkt. Also das war wirklich jetzt nochmal ein guter Tipp. Probieren es nochmal. Das Problem ist immer die eine, dass sie gleich immer zurückspringt wegen der Explosion. Deswegen muss ich gleich verkehren. Oh nein, es haut die Achse ab. Warum ist die jetzt weggehauen? Da müssen wir die also ein bisschen weiter nach vorne setzen. So, mal hier dran. So. Neuer Versuch. Nein, das kann nicht wahr sein. Und das Doofe ist auch, ja, man sieht es, also die Konstruktion ist scheiße, ne? Die, Lenkung müsste halt ganz... anders sein. Ich weiß es nicht mehr. Kann man das Ding nicht irgendwie zurücksetzen? Yes. So. Ich versuche es mal ein bisschen schmaler einfach zu werden, zu bleiben. Und vielleicht zur Not dafür ein bisschen in die Höhe gehen. Und das Ganze auch einigermaßen stabil zu halten. Vielleicht reicht das ja schon hier. Nur noch den. So. Und dann hinten so eine eigene Geschichte. Räder dran. So. Und dann vielleicht noch
Den nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Die finde ich eigentlich ganz gut. Könnte man weiter hinten eine Kanone setzen. Das dürfte auch nicht jetzt, dann wird das Gewicht ein bisschen mehr verteilt. Und machen wir jetzt auch einen letzten Versuch. Ne? Da muss ich das vielleicht mal wann anders nochmal ein bisschen testen. So, einfach mal gucken, was er jetzt macht. Okay, auch eine Idee. Machen wir es so. Also nur eine Kanone. Aber die Kanonen könnten man dran lassen. Das ist auch nicht das Ding. Ich weiß auch nicht, warum er gerade jetzt explodiert ist. Ja. Oder wir nehmen Flammenball für den. Für die hier vorne. Nein, wir nehmen keinen Flammenball. Mann, ey. Fängt der sofort an zu brennen? Weil er keinen Schutz hat wahrscheinlich, ne? Dann nehmen wir halt ein paar Piken. Ich weiß gar nicht, ob man die hier vorne überhaupt wegmachen muss. Ne? Ich kann ja nochmal einen Flammenwerfer nehmen. Wenn der uns nicht wieder selbst wegbrezelt. Ich probiere es einfach nochmal aus. Und der Flammenwerfer war Y. Ach, Leute. Irgendwie. Okay, okay, ich gebe auf, ich gebe auf. Ja. Das macht so keinen Sinn, ne? Ne, pass auf, ich habe auch noch was anderes Schönes. Und ich werde mir das Spiel nochmal in Ruhe angucken, mal ein bisschen basteln. Weil das ist ja echt so. Langsam peinlich. So, wartet mal. Wartet mal, ich gucke mal, dass ich euch hier noch was. Einblende? So. Okay. Dann. Könnten wir auch eine Runde Stranded Deep machen. Das beim nochmal anstellen. Das hier aus. Ja, so mit der Konstruktion. Ich muss auch mal gucken, dass man muss zwingend eigentlich wissen, was für was genau ist, ne? Man hat ja noch Metallteile und so weiter. Ich denke mal, da kann man auch noch mal einiges mehr mitmachen, dass man da noch so ein bisschen was abfängt. Wie soll ich nochmal zurück oder was? Kennt ihr das Spiel eigentlich hier? Wir können auch nochmal von mir aus nochmal zurückspringen. Also mir ist es egal. Nur, wie gesagt, es ist peinlich, ne? Weil ich krieg da aktuell anscheinend ja keine vernünftige Geschichte hin. Komm hier schon hier mal rein kurz. Und wenn wir dann noch Bock haben, gucken wir nochmal zurück. Aber ich mache hier mal ein neues Spiel auf. Da gab es eh wieder ein Update.
Was ich ja noch im Petto hätte, was wir noch machen könnten, ist hier. Dann springen wir mal. Was ich halt auch noch im Petto hätte, ist. Boah, pff. Hau ab. Los. Ah, die Insel hier ist ja noch nicht so toll, ne? Schwimmt nicht mehr weg. So, ich weiß nicht, kennt ihr das Spiel schon? Wir sind ja halt hier mit dem Flugzeug quasi abgestürzt und sind hier ganz alleine und müssen jetzt halt uns ein bisschen kümmern. Es gab jetzt ein paar nette Updates, dass man halt auch einiges hier schon finden kann. Ich überlege nur gerade, ob diese Insel hier geeignet ist, weil Steine sehe ich jetzt gerade nicht so viel. Wo ist denn mein Messer? Da. Oh, die kleinen Krabben. So. Nehmen wir mal ein paar Seile schon mal mit. Wenn das Spiel zu laut ist, ne? Wollte ich mal Bescheid sagen, da kann ich noch was machen. Das ist ein Stein, das ist ein Stein. Den nehmen wir mit. Das Stick nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Guck gerade mal, ob hier noch irgendwas im Wasser ist. Aber. Tja, ist schon einmal oben die Insel. Obwohl, so viele Sticks brauchen wir auch nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht fahren wir doch mal rüber und gucken uns eine andere Insel an. Die drüben scheint ein bisschen größer zu sein, aber wenn wir jetzt hier noch Steine finden, dann nehme ich die noch mit. Gut, dann fahren wir mal rüber. Ja, sieht noch gut aus. Weil mit einem Stein kommen wir eh nicht weit. Oh. Ich guck noch mal. Da ist noch einer. Also Steine brauchen wir schon eine Menge. Schon allein 6 für das Feuer. Wir sollen ein normales Campfire machen, aber das wird dann halt das Verstärkte. Oh. Da ist doch einer. Aber ich glaube, jetzt war es das, ne? Seile brauchen wir nicht mitnehmen. Wollen wir uns nicht die Tasche mit vollstopfen. Da hinten ist was. Seht ihr das da im Wasser? Da ist ein Schiff. Okay, da könnten wir mal tauchen. Jetzt habe ich ja. Komm, die Sticks lasse ich mal hier. Wollen wir jetzt nicht mitnehmen? Ne? Was Tolles finden im Boot. Muss natürlich jetzt mal hier irgendwie ans Wasser ziehen und müssen aufpassen auf den Hai, ne? Komm schon! Oh. Reicht. Oh je. Yeah. Komm, wir fahren da drüber. Einfach ignorieren. So, jetzt weiß ich natürlich nicht. Kommen wir wieder rein? Eigentlich schon, wie meine Leiter. Hey.
bei meinem Messer zücken, vorsichtshalber. Ja, komm, spring. So. Ob wir hier irgendwas. Checken, okay. Nix mehr. Ich mal kurz. Okay, gehen wir nochmal runter. Da, voilà. Deswegen ist auch die Musik jetzt, ne? Mit dem Hall. So, okay. Okay. Gut, Luft anhalten. Oh, Airtank. Benutzt du den automatisch? Ich glaube nicht. Benutzt den. Nee. Verdammt. Bist du raus? Voll. Komm, wir lassen die Seile hier. Ja, zwei Kompasse brauche ich nicht. Wie kann ich hier in Luft? Ah, okay, super. Dann ist das schon mal geklärt. Was ist mit meiner Uhr los? Oh, mein Leben sieht schlecht aus. Aber ich habe doch schon Luft genommen. Okay, aber wir haben Kompass. Das ist echt schon viel wert. Also man später auf seine Insel zurück, weil der Ei kommt, der Ei kommt. Ja, komm rein. Tja, das war knapp. Wir haben eine Machete. Und vor allem haben wir einen Kompass. Und wir nehmen jetzt mal unser Paddel. Kann er jetzt nicht nehmen. Warte mal. Was sagt denn jetzt die Uhr? Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt kein Leben mehr haben. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt auch nicht hier rein? Nehmen wir jetzt die Taucherflasche. Hey, lass das. So, auf die Machete. Oder soll ich die mal bekämpfen? Nee, ne? Nee. Die Machete bleibt hoffentlich mal gut. So. Weg vom Ei. So, ich würde fast sagen, die Insel hinten ist näher, aber die sieht so klein aus. Ich glaube, wir nehmen mal. Da ist natürlich immer noch hinter uns, ne? Ja, da müssen wir noch ein bisschen Ausschau halten, ob wir auf dem Weg noch ein paar Schiffe oder so sind. Es gibt jetzt mittlerweile auch Wale. Ach so, meinst du echt? Ja, kann sein. Ja, aber es geht schon wieder ein bisschen besser. Ich erhole mich so ein bisschen. Den schaffe ich jetzt wieder. Ich muss mal ganz kurz in den Einstellungen. Hey, danke für dein Follow. So. Bin gleich wieder bei euch. Sekunde. Danke für dein Follow. Das Doofe ist gerade, Leute, mit den, dass mein Programm hier rumspinnt. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Nimmt einfach manche Sachen nicht an. Ich kann den Titel jetzt auch nicht wechseln. Das ist irgendwie doof. Aber naja, Hauptsache, ihr seht was. Tut mir jetzt leid, wenn ich was nicht sehe mit dem euren Follow, wer das jetzt war. Aber
Ja, aber ein bisschen nochmal ran gehen, sieht ja doof aus so. Aber nicht reinfallen. Also da muss ich nochmal an meine Einstellungen ran und dass das vernünftig funktioniert und auch angezeigt wird, wer gerade mir folgt. So, gleich haben wir es geschafft. Das sind irgendwie so wieder die Blasen hier. Da irgendwas ist. Wasserhai. Man sieht nicht wirklich was, ne? Aber wir gehen erstmal zur Insel. Ich würde sagen, wir schlagen uns mal ein Quartier auf. Gleich haben wir es. Dann nehme ich Machete noch da, ja. Ich weiß auch gar nicht, was die beste Waffe gegen den Hai ist. Ob man da eher mit dem Speer nehmen sollte oder ob dann doch die Machete. Ich meine, den Speer brauchen wir sowieso noch für die Fische. Ich hoffe, ich kriege die Rezepte noch hin. Aber Gunnar, du kennst dich ja auch ein bisschen aus, ne? So. Machen wir uns hier erstmal ein Lager irgendwie. Dass ich die Sachen auch wiederfinde. Den Kompass. Soll ich den hier liegen lassen? Aber auf jeden Fall die. Das legen wir mal. Wo legen wir es mal hin? Wo finden wir das wieder? Hier am Stein, oder? Für Sachen, die wir jetzt nicht zum Bauen brauchen. Und den Kompass lege ich auch mal hier hin. Und das Ding auch. Zack. So, und die Steine. Da machen wir uns dann hier so ein. Hier ist schon übersichtlich, ne? Nehme ich mal hier. Ich glaube, wir brauchen 6 Steine, ne? Für. Ich. Die Sticks. So. Hier ist noch einer. Okay, wir können natürlich auch vielleicht eine Palme noch umhauen. Aber. Ich habe ein Messer. Hallo Repscher. Schönen guten Abend. Speer, ja, ich glaube auch. Das, ich würde auch gerne mal gegen den Kopf. Wir müssen gleich mal gucken, wie das jetzt noch ist mit meinem Leben. Ich habe ein bisschen erholen, ne? Schon ein bisschen zerkratzt hier. Vor allem würde ich auch gerne schnell ein Bett bauen. Das heißt, wir müssen jetzt eh gleich mal was fällen. Das Gute an solchen Inseln ist, gerade für mich, man kann sich nicht so schnell verlaufen, ne? Aber ich muss mal einen Schub trinken. So, pass auf, die hauen wir jetzt mal um. Kann man da die Machete nehmen eigentlich? Aber wäre es zu schade. Das scheint zu gehen. War relativ cool. Komm schon. Komm. Sondern die Kokosnüsse sind noch da, ne? Sind gerade runtergefallen. Ah, da rollen sie. Ich habe mal ein bisschen Platz, dann nehme ich mir nochmal eine. Ich mach die mal auf. So. Jetzt kann ich sie trinken. So. Und essen wollen wir sie auch noch. Okay. Nein! Ja, sieht doch gut aus. Es wird langsam dunkel.
Mein Baum ist weg. Da ist er. Ich nehme ihn mal mit. Wo war denn unser Lager? Da hinten, oder? Ja. Ich kann den Baum schleppen. Hey, da ist ein Schiff. Oder ist das... Das ist doch ein neues, ne? Das war fast vorhin auch schon da. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die einfache Axt, ob das besser wäre, wenn wir uns da nochmal einen von machen. Hier sind ja jede Menge an. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir nicht Feuer, wenn es gleich Nacht wird. Boah, was eine Plackerei. So. So, mal weghauen. Er hört sich echt angehört wie eine Dachrinne, ne? Das stimmt. Nee, ich glaube, er hat das Braune von der Kokosnuss mitgegessen. Das sollte man natürlich nicht machen. So. Genau. Aber warte mal, ich will jetzt zuerst auch nicht jetzt mal die Blätter haben. Was waren das? 4 Blätter? 2 Seile? Kann das sein? Nein. Ach, geht die wieder. So. Die dann noch mit dazu. Campfire, ja nicht. Ja, gut. Wir können auch schon mal ein Campfire aufstellen, weil es wird jetzt eh dunkel. Okay. Wie ist denn das? Muss ich da jetzt die Steine dazu... Ach so, noch eins. Feuerzeug. Ich bin fast selbst angesteckt hier. Achso, hier habe ich noch 3 Seile. 1, 2, 3... Ich weiß es nicht, wie dicht das jetzt aufeinander sein muss. Und wir brauchen... Kann das sein, dass wir einen Hammer brauchen? Hm. Na komm schon. Nee, jetzt wäre es nur ein Kämpfer. Ja, das will ich jetzt aber nicht. Ich glaube, ich werfe mal alles auf einen Haufen. Ja. Zack, zack, zack. Dann sehen wir ja die ganzen Optionen, glaube ich, auch besser, ne? Ist zwar ein bisschen unübersichtlich, aber... So, fürs Bett braucht man da den Hammer? Keine Ahnung. Ich mach's einfach mal. Steinball, ne? Okay. So. Achso, der Hammer liegt da. Hammer. Aber ich kann hier noch nichts machen. Ich vermute aber, es liegt daran, dass wir zu wenig Seile haben. Ich muss mal ein paar suchen gehen. Das sieht gut aus. Leben haben wir auch wieder voll. So, das sind ja eine Palme. Kokosnuss brauche ich jetzt nicht. Kartoffel brauche ich jetzt auch nicht. Hey, super Go, wenn jetzt hier keine kleinen Palmen sind. Ja, ja, doch, das an. So.
War ich da nicht schon? Ja, die auch nochmal mitnehmen. Ist nicht wieder nachwachsen. Toll. Die Kokosnuss, die könnte ich auch nochmal hier lassen. So. Ja, jetzt will ich mal sehen, dass ich vor allen Dingen das Bett jetzt mal reinkriege hier. Und ich bin eigentlich noch nicht sicher. Jetzt zeigt mir jetzt hier gar nichts an, ne? Ich kann nichts machen. Oder macht man das Bett ohne Hammer? Bett. Da. Also ohne Hammer. Tja, wo stellen wir es denn hin? Erstmal hier. Wir können ja später. Ach, ich weiß nicht, ob wir da noch eins machen. So ein bisschen geschützt, oder? Ich glaube, hier ist ein guter Platz. Viel mit der Morgengraut. Sehr schön. Da ist das geil, oder? Die Grafik ist schon klasse gemacht. Und dafür ist es noch Alpha, ne? Spannend, was da noch alles so kommt in dem Spiel. Gut. Jetzt haben wir natürlich immer viel über. Müssen noch ein paar Sticks ran schaffen. Gut, den müssen wir auch noch klein kloppen. Damit wir nochmal ein Haus bauen können. Wobei ich jetzt echt neugierig bin und ihr vielleicht auch. Was wir. Aber ich schmeiß das mal hier hin. Was wir da noch drin finden in dem Boot. Und deswegen hole ich mal die Taucherflasche. Die Machete nehme ich mit. Den Hammer lassen wir hier. So. Kompass brauche ich nicht. Wasser. Aber den Erdrück nehme ich mit. So. Ich nehme den erstmal in die Hand. Ich glaube nicht, dass der hier gerade rumkreist. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wie sieht es denn aus mit Hunger? Hunger und Durst. Will das trotzdem mal kurz wagen? Noch so neugierig. Da finde ich auch was Essbares. Keine Ahnung, was da aktuell es gibt. So. Ich bin mal gar nichts. Okay. Es ist das gleiche, wo ich schon war, richtig. Aber vielleicht haben wir ja doch noch was übersehen. Da vorne auch so hektisch weg. Auf jeden Fall ist da unten noch ein Kompass, aber den brauchen wir ja nicht wirklich. Ist hier noch irgendwas an Deck? Wie so eine Klappe, aber da komme ich nicht dran. Nee, hier ist nichts mehr. Ja, komm, nehmen wir den Kompass jetzt mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Schade. Müssen wir mal schnell.
So, ihr Lieben, ich glaube, wie spät ist denn das überhaupt? Ich glaube, wir machen jetzt hier gleich Feierabend. Was auch nochmal eine Möglichkeit wäre, können wir dann auch nochmal später darüber diskutieren gerne, was wir denn überhaupt nochmal so anschauen wollen. Ne? Ob wir dann beim nächsten Mal hier nochmal ein bisschen was machen. Oder was haltet ihr zum Beispiel von Prism Architect? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ob ihr da mal Bock drauf habt. Vielleicht sollte er mal einen Hammer machen. Einen Hammer. Lass mal weg. Weg. Eine einfache Axt, ne? So. Kein Hammer. Probiere ich nochmal aus, was damit besser geht. Ja, viel besser. Ja, entweder das oder wir könnten natürlich auch. Das ist geil, wie die sich das hier ist, ne? Wir dann bei LS nochmal reinschauen oder. Oder. Ach, hallo, ne? So, noch ein paar Minuten bin ich noch da. Ich muss doch gleich erstmal hier nochmal was essen, unbedingt. Und schleppen wir erstmal runter. So, ein Stein haben wir noch. Stein müsste ich halt auch nochmal gucken. Ich denke, wir müssen mal einen Schluck trinken hier. So, getrunken haben wir genug. Noch eine blöde Kokosnuss. Ich stehe nochmal auf. Ich könnte auch gleich mal ein paar Fische hier haben, vielleicht, aber ich bräuchte ja erstmal das Feuer vernünftig. Dass wir den dann auch grillen können, ne? Ich trinke das ja gar nicht. Ich muss nur was essen. Das war nur eine Kleinigkeit, aber. Ach, der volle Biss. Okay. Na, geht doch schon. So, ein paar Sticks. Ja, was ich auch gerne mal probieren würde, ist so ein Haus auf Stelzen bauen. Ne? Aber ich glaube, das wird dann wieder kompliziert. Dann braucht man genug Material dann halt, ne? Auch mit der Leiter, die man dann braucht. Und ich bin auch gespannt, ob man das Bett mittlerweile dann auch ins Haus stellen kann, weil das ging ja jetzt mal mit Absicht hinkommen. Auf jeden Fall können wir gleich mal ein paar Fische hier. Und Seile brauchen wir noch, ne? So, da haben wir schon ein bisschen was zusammen. Den Foundation müssten wir ja nicht schon mitbekommen. Das war die Axt. Wo ist denn der Hammer? Der Hammer. Doch, der Hammer. Da. So. Foundation. Tja, wohin mit dem guten Ding? So leicht ist immer hier das Floß. Oh, Floß brauchen wir nicht mehr in unser Boot. Da hinten ist auch noch irgendwas, sehe ich gerade. Ich würde schon gerne hier neben das Bett. Hier sind wir auch ein bisschen. So. Dann brauchen wir natürlich noch Wände.
Weiß einer von euch, wie die Leiter geht? Nehmen die mal mit hier die Seile, aber ich glaube, das reicht nicht. Nee, noch eine Foundation wollte ich jetzt nicht. Also besorgen wir noch ein paar Seile. Oh, Form schon. So, da vorne war ja auch noch eine. Oh, da wächst noch einer. Also was es auch sein soll, was jetzt nach dem Patch gekommen ist, das war halt, ja, auch noch ein bisschen was respawnen soll. Okay. Na, ich weiß aber, wo sie liegen. Kann ich es auch nicht mitnehmen. Das heißt, muss man die Taucherflasche wieder wegpacken. In unsere Taucherflaschen-Ecke. So. Wie schnell die wächst, oder? So. Also ich würde sagen, da ist jetzt alles dabei für den Leiter. Er sagt nur Campfire, nee. Tick. Nee, nur die Front Engine. Ja, was bräuchte man denn noch für den Leiter? Bestimmt keine Palmen. Kriegen wir noch raus. Mache ich dann beim nächsten Mal. Dann können wir auch hier noch ein bisschen anbauen. Ich besorge mir mal ein paar Rezepte. Ne? Dass wir mal gucken, dass wir dann alles haben, weil das Rumraten ist ja auch doof. Was ich jetzt nochmal machen würde. Dann machen wir Schluss da vorne. Nochmal tauchen, mal gucken, was das da ist. Und zwar lasse ich mir den Hammer hier. Das Ding lasse ich hier. Das Messer lasse ich auch hier. Das Getränk. Brauche ich jetzt auch nicht. Oh, die Flasche. Die Erdtank-Machete habe ich. So, und ich glaube, mit dem Essen müsste noch reichen. Oh, muss ich stehen. Müsste es noch reichen. Irgendwas ist. Könnte ich auch auftauchen. Ja, können. Schade, echt nix. Nee. Was ist noch was? Ah. Box und Machete. Ich kann jetzt noch irgendwas Tolles finden hier. Also auch die Unterwasserwelt gefällt mir echt sehr gut. Schöne Atmosphäre. Nee, so zurück. Ja, so ein Airtank könnte man nochmal einen zweiten von gebrauchen. Ne? Ja, und hier könnte man nochmal schöne Ausflüge machen. Vor allem mit dem Kompass müsste man ja so theoretisch ganz gut zurückfinden. Ne? Wenn das dann hier die Basis werden soll, das ist dann auch noch so die Frage. So, mal gucken, ob man hier verschiedene Safe Scans vielleicht hinkriegt. Ich weiß es nicht. Okay, ich danke euch für euer Zuschauen und
hat ja. Mal hier noch ein schönes Panorama zum Schluss. Wo ist die Sonne? War ja ganz witzig, vor allen Dingen mit diesem Besiege, das Spiel. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen und wie gesagt, nochmal gucken, was es da genau für Möglichkeiten gibt. Vor allem, wie diese ganzen Antriebe funktionieren. Ne? Das mit der Lenkung war ja wirklich ein guter Tipp. Hat ja dann auch so einigermaßen funktioniert. Aber man könnte ja auch wirklich dann versuchen, drumherum zu fahren, dass man direkt die Ritter da weghaut und dann drumherum fährt. Also man muss ja nicht unbedingt da durch. Ne? Das ist ja einfach nur die Aufgabe, ist die Ritter weg und dann hinten die beiden Gebäude. Wobei ich sogar glaube, dass du die Ritter auch noch stehen lassen kannst. Aber naja. Die Blasen sind, da ist noch ein Frack. Okay, wir hatten ja vorhin noch welche gesehen, dass wir hier angekommen sind. Kann auch mal kurz rummachen. Aber ich glaube, das war weiter weg. Ich glaube, das war bei der ersten Insel, ne? Oder auf dem Weg hierher. Hier auch, was ich hier noch keine Steine weiter gesehen habe. Obwohl die ja auch jetzt großzügiger sein sollen. Da vorne ist ein Hai. Bauen wir noch eine Nuss auf dem Weg. Treffe ich überhaupt? Jetzt. Schön, lecker, mit Schale. Ja, und wenn hier oben das Ding erstmal fertig ist, dann hat man auch schon so einen netten Ausblick. Es gibt ja auch noch, also man kann noch das Floß bauen. Dann, obwohl ich jetzt auch nicht weiß, was ist der große Unterschied zwischen dem Floß und dem Gummiboot ist, also das Gummiboot ja schon mehr Vorteile. Ich glaube, nur beim Floß kannst du halt dann den Außenborder dran bauen, ne, wenn du den findest. Achso, dass man so quasi eine Expedition macht, ne? Dass man dann wirklich mal rausfährt und sich ein bisschen was sucht auf dem Weg zu den Inseln. Wobei ich den Kompass nochmal genauer anschauen. Spannend wird es ja auch, es kommt ja später dann mal ein Multiplayer. Ja, wenn du jetzt mal hier sagst, so, zu der Insel. Ich bin jetzt ja so Richtung Süden, ne? Das wäre dann einfach zurückzufinden. Die Frage ist, sind wir nicht von der Insel gekommen, da hinten, oder? Wisst ihr auch nicht mehr, ne? Obwohl doch, müsste, also die, oder die müsste es ja sein. Wir sind ja hier an dieser Ecke hier angekommen. Geil, wie jetzt die Sonne da untergeht. Schon toll. Ach, das Boot geht irgendwann kaputt. Achso, okay. Ja, vielleicht dann durch die Haie oder so, ne? Können wir mal gucken, wie das. Na, kann ich. Los kann ich jetzt gar nicht machen. Brauchst du wieder den Hammer für? Hat ich da schon Tschüss gesagt, verdammt? Wir können jetzt gucken wir nochmal das Los an. Nee. Foundation? Boah, der Mond. Puff. Hey, das wackelt aber gefährlich. Und nun, wie kommt der rauf? Weft. So, einfach so draufklettern. Ja, also so richtig wohl fühle ich mich hier nicht. Das heißt, ich kann es aber wieder auflösen, ne? Jetzt tauchen bei Nacht macht nicht so viel Sinn. Lass mal mit. Komm schon.
die Lackerei. Ja, mit den Haien, das könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Das muss ja auch irgendeinen Sinn machen, dass man dann überhaupt einen Fluss bauen muss, ne? Kann ich das hier wieder auflesen oder was? Nein, komm wieder zurück. Weft. Tja. Geht nicht. Wieder runter. Nein. Und der Regen, der Sound ist schon ein bisschen. Dabei im Bett bleiben macht natürlich jetzt aktuell auch ein bisschen. Zwungenermaßen auch ein bisschen was, ne? Na komm, ist doch schon vorbei. Ja, das war echt ein Platzring. Die Uhr piept. Boah, der ist aber hartnäckig hier. Geht der gar nicht? Ist der zu groß? Wenn wir noch ein paar Steine hätten, dann könnte ich wenigstens mal so einen Fisch grillen. Mal losfahren oder habt ihr keinen Bock mehr? Und jetzt haut er drauf. So gibt es aber auch eine einseitige Ernährung. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man sich immer schlafen legen kann oder ob das wirklich nur gegen Abend geht, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich gehe jetzt nochmal auf Steinsuche. Das sieht nicht gut aus, Leute.
liegt denn die Insel da? Im Westen. Wollen wir da mal kurz rüber? Wie spät ist denn das? Okay. Dann müsste ich aber noch eine Kokosnuss essen, glaube ich. Was hat denn da gerade geknackt? Ja, mach mal. Ja, okay, na gut. Ich treff sie nicht. So, jetzt. Vielleicht für den Weg. Lecker, lecker. Okay. Boah, das liegt aber schon schwer am Magen, oder? Das. Was muss man da mitnehmen? Also den Kompass ist klar, den Hammer, den brauchen wir nicht. Seil brauchen wir nicht. Feuerzeug. Puh. Würde ich jetzt, glaube ich, mitnehmen. Vor allen Dingen brauchen wir die Taucherflasche eigentlich, ne? Und trinken. Ja, eigentlich. Jetzt hör mal auf mit der Flasche. Nee, falsch. So, dann stechen wir mal im See. Und zwar schauen wir unseren tollen Kompass. Ich bin ja völlig orientierungslos immer, ne? Also, ich müsste euch das mitmerken. Das heißt, wir fahren nach Westen und müssen zurück zum Osten. Richtig? Richtig. Gut, dann zähle ich das Ding auch mal ins Wasser. Ja. Yeah. Dachte ich zumindest. Komm her. Also aktuell ist auch kein Hai zu sehen. Es gibt ja auch Wale jetzt, ne? Paddel. Ist die richtige Insel jetzt? Westen, ja. Auf geht's. Ah, da kommt das schon. Vielleicht bemerkt er uns ja noch nicht. Da sind Blasen, ne? Ah, hi Kenny. Soll ich da mal tauchen? Komischerweise, man sieht hier eigentlich nichts. Und der Hai macht mir auch Sorgen. Oh, ich habe jetzt noch nicht mal ein Messer mit. Müssen wir irgendwann mal zurück gleich. Platsch. Ah, cool, cool, cool. Boah, sieht das hier geil aus. Und jetzt habe ich hier keine Zeit. Ah, okay, müssen wir doch nicht zurück. Obwohl, das hatten wir ja schon. Und die Flasche nicht so oft benutzen, da könnten wir echt gut eine zweite gebrauchen. Hab ich nicht beim anderen Schiff auf dem Dach geguckt? Glaub nicht, ne? Das. Ah. Okay. Ich brauche noch den Motor. Warte mal, hier ist nichts mehr. Hey, danke für dein Follow. Wer auch immer da gerade followt. Halt! Oh, ich bin voll, Leute. Danke für dein